Höflichkeit heute mit Henning und Nick. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Höflichkeit heute mit Henning und Nick. Henning, nicht die Finger so weit vorne, das hatten wir bei der letzten schon. Macht so geklärt. So, wir haben heute natürlich wieder tolle Beispiele für euch vorbereitet. Ja, es geht nämlich darum, dass wenn man zum Beispiel in eine Gruppe hineinkommt, ja, die sich gerade unterhält, dass man sich dann vielleicht, wenn man höflich und freundlich ist, auch mal vorstellen sollte und nicht einfach nur die Person anspricht, die man kennt und die anderen ignoriert. Dazu haben wir dann auch schon das erste Beispiel. Was machst du denn da die ganze Zeit? Spiel bei. Das Beispiel. Los geht's. Viel Spaß. Viel Spaß. Du musst auch immer das letzte Wort haben, ne? Ja, und das war natürlich das Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Wieso läuft der Redakteur hier durch die Linse? Wir haben Redakteur. Haben wir nie? Nee. Egal. So, also, wir haben natürlich noch ein Beispiel vorbereitet, wie ihr es machen könntet. Und hier ist auch schon unser Beispiel. Stimmt's, Henning? Ja, viel Spaß. Papua. So, und das war natürlich wieder unser Positivbeispiel. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der dritten Folge von Höflichkeit heute mit Henning und Nick. Alles gut, Henning? Ja, der Kaffee war lecker und ich bin wach. Das ist schön, Henning. Henning, vielleicht kannst du schon ein bisschen aufräumen, während ich hier die Leute noch verabschiede. So, also ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Höflichkeit heute. Schön, dass... Wieso denn jetzt gleich der ganze Tisch? Ich verstehe überhaupt nichts. Gut, macht's gut, Leute. Sich unten umschlag aus. Tschüss. Das war's für heute mit Henning und Nick. Piep. Jetzt. Ja. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben wieder mal ein Lubili-Ludidu. Geht ja schon wieder gut los. Machen sollte. Henning, ich werde wahnsinnig. Du bist wahnsinnig. Ja. Yeah. Wahnsinnig attraktiv. Oh, danke. Oh. Ich kotze im Strahl. So, ich hoffe, ihr seid noch nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt... Einmal um die ganze Welt. Nee. Einmal kurz die Konzentration. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, mir läuft die Nase. Guck mal. Lass mich dein Taschentuch sein. So. Meine Schwester hat gesagt, ich soll mich nicht nach vorne beugen. Man sieht mein Knie. War das gut oder machen wir noch eine? Aber wir haben natürlich auch andere Dinge vorbereitet. Andere Dinge sind. Das ist auch einmal um die ganze Welt und ich weiß, kann mal ein Wunder geschehen. Diese eklige weiße Krawatte. Reines Polyacryl, leicht entflammbar, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Material wird gar nicht mehr hergestellt. Aber komm da nicht diese... Oh, vielen Dank. Dankeschön. Ja, sehr aufmerksam. Hast du Zucker? Der Regisseur ist mein Assistent. Mein Assistent trinkt Kaffee und ich bin der Einzige, der hier arbeitet. Ja, das war natürlich das Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Kannst du mir mal sagen, wieso der Redakteur hier bei uns durch die Linse läuft? Wir haben Redakteur. Ach, halt's Maul. Das finde ich aber gut. Vorbereitet ist nämlich genau das, wie man... Ach das, nee, das ist doch hier, das ist der Klomann. Ah, der hat dir auch den Kaffee gebracht. Schmeckt's? Schade, das wäre eigentlich lustig gewesen.